gerade mal 18 geworden, sitze im Auto und bin obdachlos. Ja, ich bin der König der Obdachlosen, weil ich ein Dach über den Kopf hab. Es ist Winter, es ist scheißkalt, meine Eltern zu Hause haben mich rausgeworfen, weil ich nicht arbeiten ging. Sie sagten, was aus dir wird, ist uns egal, geh einfach uns, lass uns in Ruhe. Ja, jetzt sitz ich hier im Auto und bin der König der Obdachlosen, weil ich ein Dach über den Kopf hab. Doch es ist Winter, es hat minus 10 Grad und ich erfriere hier im Auto. Andere sitzen oder liegen im Schlafsack und denen geht's auch viel schlimmer als mir, weil ich hab ein Dach über den Kopf und ich bin der König der Obdachlosen. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, weil ich ein Auto habe und obdachlos bin. Ja, man kann es sehen, wie man's will. Ob man jetzt auf der Straße liegt in einem Schlafsack, der hätte mir jetzt auch nicht geschadet, weil es so kalt draußen ist, dass ich fast erfriere. Ja, ich bin der König der Obdachlosen hier im Auto. Doch dieses Auto hat keine Heizung, die Scheiben frieren an und ich fühle mich alleine. Ich stehe irgendwo in der Stadt auf dem Parkplatz und zu Hause, mein Bett ist leer. Niemanden kümmert es, Leute klopfen an die Scheibe, fragen mich, was ich hier eigentlich mache. Ich sag ihnen, ich bin der König der Obdachlosen, weil ich ein Dach über den Kopf hab. Und ich bin der König der Obdachlosen, weil ich hier erfriere. Weil ich hier fast erfriere. König der Obdachlosen. Mein Respekt zu Obdachlosen ist sehr groß, weil diese Männer und Frauen müssen sich herumschlagen mit Polizei, mit Linksradikalen und so weiter. Ich selbst sitze hier in meinem Auto und bin der König der Obdachlosen. Alles andere wird sich zeigen, wie es weitergeht.